36, dann zum Änderungsantrag L36. Seid ihr mit mir einverstanden, dass dieser L36 erledigt ist, weil nichts gestrichen worden ist, kann auch nichts ersetzt werden? Herzlichen Dank. Das ist nicht der Fall. Dann möchtest du mir bitte erklären, was du ersetzen möchtest, wenn nichts gestrichen wird. Ich möchte das ersetzen, was gerade nicht gestrichen wurde. Entschuldigung, wir haben darüber abgestimmt, ob diese Zeilen gestrichen werden. Die klare Mehrheit des Bundeskongresses war nicht der Auffassung, dass gestrichen werden soll. Also kann man es auch nicht ersetzen. Das ist so. Entschuldigung, wir können gerne die Abstimmung wiederholen. Dann macht das so. Wir wollten ja gerade, dass diese Passage drin bleibt. Wir waren dagegen, dass es gestrichen wird. Wir wollen sie nur umformuliert haben. Entschuldigung, sie ist hier mit ersetzen Zeile 17 bis 19 durch folgenden Text. Ja. Eine Streichung und Ersetzung. Die Streichung, das ist Entschuldigung, die Streichung ist hier gerade abgelehnt worden. Das gibt es nicht zu ersetzen. Möchtest du noch zusätzliche Antrag haben? Möchtest du diese Passage zusätzlich? Ja, dann möchte ich einen zusätzlichen Antrag haben. Sehr schön, dann begründe das bitte. Und dann möchte ich mich auch an dieser Stelle begründen. Haben sich ja vielleicht einige gewundert, warum kommt so ein Antrag aus Hamburg. Nun, wir haben uns Antrag S1 aufmerksam durchgelesen, lehnen ihn auch in Gänze ab. Wir fanden aber diesen Einsatz, der da drin stand, sehr bemerkenswert, weil er relativ juso untypisch ist. Es ist eigentlich normalerweise gerade bei den Bundesjusos nicht üblich, dass ganz gezielt Personen aus der Masse hervorgehoben werden und diese sozusagen einen eigenen Rahmen bekommen. Ich habe daher die starke Vermutung, dass das einfach daran liegt, dass einer dieser drei genannten momentan ein bisschen Aufstellungsturbulenzen in Berlin hat und dass hier vielleicht einfach ganz gezielt eine Person flankiert werden sollte. Und dieses, denke ich, in der Juso-Tradition eigentlich keine schöne Sache. Deswegen hat es mich gerade auch gewundert, dass die Verbände der Tradis hier diesem eben zugestimmt hatten. Und wir hätten denn lieber in der Logik des eigenen Antrages den allgemeingültigen Satz drin gehabt, dass selbstverständlich alle ehemaligen Juso-Bundesvorsitzenden, die die politischen Ziele dieses Juso-Bundesvorstands teilen, also alle vor 69 und Gerhard Schröder, die nicht, dass wir das sozusagen so allgemein formulieren, aber es ist schön, dass hier, um Björn ein wenig zu flankieren, das Ganze so drin ist, damit können wir natürlich auch leben. Und von daher nehmen wir diese Haarspalterei gerne in Kauf. So eine, naja, in Hamburg hätten wir das nicht so undemokratisch gemacht.